So. Jetzt willst du das Spiel natürlich wieder nicht nehmen. Lotro. Lübt, lübt. Super. Und einmal anmelden. Ich weiß nicht, ist der die Kategorie schon geändert? Hat jemand schon die Kategorie auf Lotro geändert? Eventuell. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja, ich sehe das bei mir leider nicht. Bei mir ist nur. Warte, was ist bei mir noch drin? Goldbit! Goldbit steht bei mir noch. Deswegen. Bei OBS aktualisiert sich das leider nicht. So, zurück mit unserem Holzfäller. Sie haben Post. Ach du Scheiße. Ja, und ich habe volles Inventar. Ach, du grüne Neune. Wo soll ich mit dem ganzen Kram hin, ey? Ich muss einmal auf jeden Fall nach Bree. Wie darf ich euch zu Diensten sein? Also das kann ich einmal ins Haus liefern. So, okay. Ach so, grüne. Oh, mein Inventar. Oh, ich kann endlich kochen. Ja. Oh, meine Fischis. Okay, so. Und jetzt einmal unbedingt. Einmal nach Bree und. Nee, doch. Einmal nach Bree und einmal nach Hause. Und dann wieder zurück. Immer dieses Hin und Her hier. Nee. So, Controller kann ich mal ab da hinten. Oder konnte ich das auch hier abholen? Warte mal, ich gucke einmal, ob ich das auch hier holen kann. Wo ist der VIP-Händler? Wo? Da. Sehr gut. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Hallo? Yep. Nein. Ah. Einmal den Trank. Das Ding. Und wieder zurück. Ich weiß noch gar nicht, wo ich diese Morgul-Klinge hinhaben will, ne? Ich habe noch keine Ahnung. Eieiei, wir sind bei 11 Stunden. Also 11,5 Stunden.
Wand. Oh Gott. So. Juhu. Morgul Klingentrophäe. Ja, macht sich da doch eigentlich ganz gut, oder? Vor allem, wir kriegen eigentlich nur so Wanddeko. Nichts mal so, um es in den Raum zu stellen. Außer das da. Oh, Truhe. Ach, der grüne Nonne, die ist ja auch voll. So, mach ich das einmal. Dann packe ich hier Pferdchen rein. Nochmal Pferdchen. Okay, Pferdchen will nicht. Das nehme ich raus. Kann ich wegschmeißen. Oder auch nicht. Jetzt kann ich beides hier reinpacken. Pferdchen. Pet. So. Okay. Ist das Ding aber immer noch brechend voll. Was macht denn der Köter da oben? Oder sind die Katzen, die sich da prügeln? Ich weiß es nicht. Nervt nur minimal. Ja, alles da rein. Eher noch so kleiner. Komm, Alter. Ist nicht viel, was ich da drin habe, oder? Überhaupt nicht übertrieben. Das Ding ist gleich wieder voll. Mehr Lagerraum kann ich, glaube ich, auch gar nicht kaufen. Ist doch noch leer. Sehr leer. Ja, ja. So. Huch. Ah. Jo, einmal so ein Fell. Und... Weiß noch gar nicht. Wo packe ich denn das andere hin? Na gut, bringt zwar herzlich wenig, aber packen wir trotzdem dahin. So. Das Haus füllt sich doch so langsam. Sehr gut. Okay. Das habe ich leer, das habe ich leer, das habe ich leer. Dann benutze ich das einmal.
Aspirin, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oh Gott, kann schon nicht mehr reden. So, das packen wir einmal. Zeichnerverb. Komm. Hauen wir einfach alles. Hauen wir alles auf den Kopf. Oh Gott. So, und wieder zurück. Trägst noch meine Klamotten. Fein, fein. Ja, natürlich. Natürlich. Ganz, ganz artig trage ich sie. So, da waren wir beim letzten Mal. Also da und dahin. Gut. Machen wir uns mal auf den Weg. Autsch. Lerv mich. Ich will nicht. Ich würde gerne einmal zur Straße. Wie jedes Mal. Wenn man mich lässt. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nee, in Angmar war ich noch nicht. Wir laufen immer noch in den Treuhöhen rum. Aber ich glaube, Angmar soll ja auch sehr, 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 sehr verbuggt sein, oder? Wenn ich mich recht entsinne von dem, was im Gehirnschild immer so steht. Wobei ich es mir schon zumindest einmal angucke. Die Laufwege sind zwischen lang und noch länger. Ja gut, da habe ich an sich tatsächlich nichts gegen. In aller Regel, es kann sich natürlich auch ändern. Kann sein, dass es meine Meinung tatsächlich um 130 Grad ändert. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber wir machen erstmal ein bisschen in den Trollhöhen. Solange wie wir jetzt lustig sind. Es kann sein, dass sich gegen Ende das Spiel vielleicht nochmal ändert. Weil wir haben ja noch ein paar Stunden. Wir sind ja erst gerade bei 11 Stunden 42. Deswegen. Dann für die Hauptquest von einmal nach Bruchtal für einmal Quatsch und dann wieder zurück. Ach je. Ach je. Ja. Werden wir wohl irgendwie wohl hinkriegen, hoffe ich. Soll ja schön sein. Die Strecke. Bin gespannt. Ich glaube, wir sind noch eine ganze Zeit lang in den Trollhöhen. Befürchte ich zumindest fast. Weiß nicht, wie viele Kapitel das ganze Jahr hat. Für Boffin müssen wir auf jeden Fall schon in die Nebelberge. Das heißt, Boffin geht hier nicht weiter. Das Nebelgebirge. So, und jetzt hier irgendwo gleich reinbiegen. Und jetzt sind auf den Spuren der Hauptquest. Nachdem wir lange, lange einen Bogen wieder drum gemacht hatten. Ja, ist ja gut. Die Straßenverhältnisse. Die Jungs von der Tragener Straßenmeisterei kommen einfach zu nichts. So schlimm. Nördliche Trollhöhen, okay. Und jetzt so nicht. Okay, aber die Musik ändert sich.
Urolog. Nein. Wir kommen der Höhle näher. Ich glaube da oben, oder? Wie das? Ja. Und hinein mit uns. Da war sehr laut. Ja, hau du nur weiter auf mich ein. Okay, links oder rechts? Wir gehen erstmal links. Ich fürchte nur, dass wir bald in der Sackgasse landen. Oh je. Yeah. Schiebidra habe ich fertig. Oh. Ich. Gute Nacht. War klar, dass uns weiter kommt. Es wäre nett, wenn wir die tiefste Kammer schon gefunden hätten. Nein, ich kann mich gerade nicht. Jetzt dann, jetzt. Gute Nacht. Ihr habt die tiefste Kammer von Dings erreicht. Ja, und wo darf ich den Beryl einsetzen? Ich meine, wir sind jetzt in der tiefsten Kammer. Oben. Ich habe keine Ahnung, wo wir den jetzt einsetzen sollen.
Nein. Oh, jetzt habe ich es vertauscht. Kann den hier aber nicht einsetzen. Okay, dann ist es wohl, glaube ich, doch nicht die richtige Stelle. Aber einsetzen kann ich ihn da nicht. Ich hasse es. Geht hier nicht. Oder ist das der falsche? Das ist der hier. Ah ja, okay, das ist der. Okay, Entschuldigung. Dann geht's doch. Oh Gott, schnell wieder raus, bevor die alle spawnen. Oh nein, der ist schon eine gespawnt. Kann ich einfach an der... Autsch. Nein, lasst mich. Ich will nicht. So, Elchen. Und einmal auf die andere Seite. Sofern es irgendwie geht. Wir hoffen einfach jetzt mal das Beste. Lange zu bezweifeln, dass das der richtige Weg ist. Aber naja. Nee, niemals. Niemals nie. Werde ich in das K.O. gegangen? So. Aber jetzt. Hoffe ich. Spinne. Widerliche, furchteinflößende Spinne. Ich meine, brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber immer es trotzdem mal. Die Hoffnung, dass es dann vielleicht schneller geht.
Oh je. Yeah. Die tiefste Kammer. Das war für die tiefste Kammer, müsst ihr nach unten. Warte mal. Wir nehmen jetzt einfach hier mal Bezwinger. Weil ich glaube, da kommen bestimmt noch einige Trolle. Oder? Nee. Ah, schade. Egal. Habe ich davon noch einen? Ja. Der Name ist Zuglofinde. Also, beziehungsweise, ja. Fehler da. Was benötigt ihr? Ihr habt mir ein. Ihr habt meiner Bitte entsprochen. Dafür danke ich euch. Nein, schaut nicht so finster drein. Wenn ihr die Höhlen nicht durchsucht hättet, dann wären wir uns nicht sicher, dass der Nazgûl sich nicht dort versteckt. Nur darauf wartet, uns wieder anzugreifen. Jetzt haben wir schon einige mögliche Verstecke ausgeschlossen. Und das sollte uns vorstimmen. Werde Glofindels Beryl zu ihm zurückbringen. Für euch habe ich einen anderen Auftrag und dieser könnte Früchte tragen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Während ihr die Höhlen der Steintrolle untersucht habt, eine erfolgreiche Suche übrigens, und seid nicht betrübt, dass ihr den Aufenthaltsort des Nazgûl nicht gefunden habt, habe ich von Barachan in den südlichen Trollhöhlen etwas erfahren. Mein Bruder hat ihn geschickt, um die Gegend südlich der Straße zu bewachen. Und es scheint, als hätte sich das gelohnt. Barachan hat berichtet, dass er einen umherwandernden Unodrim gesehen hatte. Wenn das stimmt, dann haben ältere und weiße Augen als die unsrigen vielleicht den Nazgûl vorübergehen sehen. Und man könnte uns einiges erzählen. Geht westlich entlang der Straße, die durch die südlichen Trollhöhen führt. Barachan hat Kundschafter entlang der Straße. Einer davon kann euch zu ihm führen. Barachan wird euch dann sagen, wo er den eigensinnigen und Notriem gesehen hat. Okay. Na denn. Lotro-Punkte gewährt. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Wäre mal interessant zu wissen. Okay. Denn ich könnte mir mal... So. Ich habe mir jetzt mal 10 von diesen Münzen gekauft. Einfach um gewisse Reitwege, die wir schon 30.000 Mal erledigt haben. Und wo wir nicht so hinreiten können. Überspringen. Hier ist es hier. Okay, einfach nur das Lager von dem Typen da. Was benötigt ihr? Schnellreise. Jo. Machen wir doch einfach mal. Oh, ich hab nur noch ein paar Johannisbeeren. Was benötigt ihr? Ich habe schon lange vermutet, dass die Unodrim durch die bewaldeten Gebiete der Trollhöhen wandern. Aber ich habe noch nie einen davon getroffen. Als ich durch das Hochmoor in Richtung Imladris kletterte, um Nachricht von Rochwin und Elflank zu bringen, wurde ich auf einmal von einer seltsamen Stimmung befallen. Ich kam vom Pfad ab und ging südlich einen großen Abhang hinunter in das Tal der Riesen. Aus weiter Ferne sah ich einen, der Unodrim, der wie ein großer Baum da stand, seine Blätter rot gefärbt. Während ich ihn noch beobachtete, drehte er sich langsam um und verschwand hinter einem großen Felsbrocken. Seid vorsichtig auf eurem Weg, denn die Riesen in diesem Tal sind beachtlich. Und sprecht mit diesem Onod. Vielleicht weiß er, wo dieser Nazgûl ist, den er dann sucht.
Das war mal ein schneller Ritt. Ja, ne? Der ging recht flott. Und der Drache ist so süß. Ich habe mir erstmal das Bild angeguckt. Jetzt ist Stund schon. Alter, ja. Aber noch geht's. Noch geht's. Noch bin ich fit. Noch ist alles okay, sag ich mal. Bisher gab es auch nur eine Verlängerung. Also bis 3:30 Uhr geht's bisher. Und bis 6 Uhr ist machbar. Also mal schauen. Wo muss ich denn hin? Ich finde das jetzt schon anstrengend. Okay, da hinten einmal hin. Kann ich mich leider auch nicht hinporten. Schade. Naja, gut. Reiten wir so dahin. Möchte einer mal meine W-Taste festhalten? Ich sollte da einfach mal so einen Klebestreifen drauf packen. Klebestreifen drauf und dann einfach gib ihm. Ab und zu mal so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Um das zu drücken. Ah, stimmt! Sehr geil. Und sowas erfahre ich erst jetzt. Sowas Überlebenswichtiges erfahre ich erst jetzt. Danke. Weißt du, nach... Warte mal. Ich weiß gar nicht. Kann ich das hier auch irgendwo sehen? Warte mal. Bei dir und zuschauen. Ja, das stimmt. Well. Mist. Das habe ich aus Versehen. So. Ja, stimmt auch wieder. Ist gar nicht. Seit 31 Stunden. Ungefähr. Pi mal Daumen. Ah, sagen wir 27 Stunden. Spiele ich den Charakter. Aber vielen, vielen lieben Dank. Damit rettest du mir gerade echt so mein Lotro-Leben. Praktisch. Ja, und sonst so. Ist das cool. Sowas bräuchte man im echten Leben ganz ehrlich auch. Einfach eine Taste drücken und du gehst automatisch, ohne dass du großartig nachdenken brauchst. Oder schweben. Du schwebst einfach von Ort zu Ort. Ach, sehr schön. Ja, so machen mir die Laufwege dann noch mehr Spaß. Wenn wir einfach nur das so drücken. Nee, das Platin nehmen wir jetzt mal nicht mit. Was ist das denn? Ach so.
Dazu müsste ich in die Nordtüren zurück. Ich habe aber gerade keinen Bock auf die Nordtüren. Ich hoffe jetzt nur, dass ich richtig reite. Stimmt, unser Elch heißt ja Sieg. Ich habe ja völlig vergessen, wie unser Elchchen hier heißt. Wollten wir ihn noch ein paar Tiere umbenennen? War da nicht irgendwas? Ja, ich habe ein Pferd, das als Fliesentisch. Nein! Selbst benannt oder vom Spiel vorgegeben? Weil vom Spiel vorgegeben, das wäre irgendwie. Das wäre funny. Quest nehme ich später an. Ich muss ja eh wieder zurück. Also manche Namen, da denke ich mir ja echt auch so. Was? Warum später Kriegspferde du benennen kannst. Ah, okay. Ja gut, die Pferde hier kann man ja auch benennen, aber das meiste, was ich eingebe, ist entweder vergeben oder Lothrum möchte nicht, dass meine Pferde so heißen. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, dass Lothro was gegen meine Namenswahl hat. Ich glaube, ich bin hier falsch. Nein! Nein, ich habe mich festgehakt. Okay. Nein. Rudi. Ein Pferd namens Rudi. Ja, wäre machbar. Denke ich mal. Warte mal. Wenn es nicht vergeben ist. Okay, unser Pferd ist jetzt Rudi. Okay, jetzt muss ich tatsächlich einmal. Nee, doch. Bin auch gar nicht so falsch hier. Muss nur irgendwo den Weg darüber finden. Tada! Klauenfelswurm. Nett. Wirklich nett. Das Spiel mit meinen 10 Minuten Left 4 Dead. Das Chat eskaliert schon wieder. Ja, warum nicht? Mein Hero als Hauptmann heißt Kevin. Ja, auch nicht schlecht. So einen weiblichen Charakter dann einfach Chantal. Erzürnter Gebirgsdrache. Oh, ich find's cool, dass so langsam die Drachen kommen. Ich liebe Drachen. Bei mir heißt allerdings alles Drachi. Der Urnord starrt euch mit ausdruckslosen Augen an. Seine borkenähnliche Haut ist von Verderbtheit gezeichnet und er klappt geräuschlos den Mund auf und zu. Auf einmal blitzt in den tiefen Quellen seiner Augen Wut auf. Oh, ich glaube, der ist nicht froh, dich auf uns zu sprechen. Könnte das sein? Autsch. Ich glaube, der ist sauer. Weißt du nicht warum? Was haben wir denn dann getan?
Oh, ich habe den Waldtroll besiegt. Ach, das ist ein Waldtroll. Ich dachte immer, das war ein Enz. Naja. Sprech mit Eladan. Den Weg laufe ich nicht nochmal zurück. Wer Gieses. Was benötigt ihr? Der Onot hat euch angegriffen. Die Baumhüter waren einst friedlich und standen eher unbemerkt inmitten der Bäume, als sich, ob im Guten oder Bösen, mit Fremden zu befassen. Daria, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Unser Problem könnte viel, viel weitreichender sein, als ich angenommen hatte. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Ihr habt Glück gehabt. Die Kreatur, der ihr gegenüberstandet habt, kann kein wahrer Onot gewesen sein. Gegen die Macht eines der Alten hättet ihr keine Chance gehabt. Aber das wäre auch gar nicht erforderlich gewesen, wenn die Onodrim sind den freien Völkern bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie aufeinandertreffen, freundlich gesinnt. Die großen Wälder werden heute nicht mehr so oft durchquert. Und diese großen Baumhüter werden kaum noch gesehen. Eine kleine Gruppe von Elben ist aus dem Düsterwald nach Imladris gekommen, um meinen Vater um Rat zu bitten. Vielleicht weiß einer von ihnen ja, was für eine Kreatur ihr da gegenüber gestanden habt. Sprecht mit meinem Vater, um eine Zusammenkunft zu arrangieren. Und in Angmar soll das mit dem Hin- und Hergelaufen noch schlimmer sein? Was kann ich für euch tun? Naja. Ich hab ja nichts dagegen. Man kann es ja verschnellen. Solange es diese Möglichkeit gibt, bin ich da sehr dankbar drüber. Angmar ist ein gutes Fitness-Training. Das heißt, in Angmar kann man froh sein, dass man Charakter hat und nicht selber laufen muss. Ich glaube, wenn man dann wirklich die Wege hin und her laufen würde, wäre man da noch schlank. Egal wie dick man ist, man wäre da noch schlank. Wenn man einmal durch komplett Angmar durch ist. Scheiß auf Diäten. Lauf durch Angmar. Der neueste Diät-Tipp. Sie wollen auf ihre Funde achten? Nicht mehr nötig. Laufen Sie durch Angmar. Von der einen auf der anderen Seite. Sie wollen da Quest erledigen? Ja, kein Problem. Laufen Sie durch Angmar. Der neue Werbespot. VR Herr der Ringe Online. Ohne Pferde. Boah. Ey, das wäre mega mies. Das wäre mega mies. Aber irgendwo halt auch so richtig cool für Challenges. Oder? Ein bisschen? Also ich würde es nicht selber machen, weil ich glaube, ich wäre da am Arsch. Dann kommt Frosch aus irgendwann nur von der Arbeit. Und ich so... Weil ich fertig am Hecheln, weil man den Weg laufen muss. Oh Gott, das wäre furchtbar. Aber du bräuchtest keinen Fitnesstrainer mehr. Also vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ich hätte dann, glaube ich, nur Angst vor Spinnen. Weil die Spinnen dann einfach mal so gigantisch groß sind. Was war das hier nochmal? Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Ja, komm. Ach, shit. So, wo war Elrond nochmal? Ich glaube, ganz oben. Ich glaube, ganz oben war der Gute. Ganz oben und dann auf der rechten Seite. Nee, auf der linken Seite. Die rechte Seite ist die andere Seite. Hi. Hoffnung. Oh. Ist nicht vergeben. Ich bin so froh, dass ihr meinen Söhnen so gut gedient habt. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis ihr den Nazgûl gefunden habt, der dem wütenden Wasser des Bruin entgangen ist. Und dennoch scheint noch mehr böse Gestalten anzunehmen. Die Elben vom Düsterwald sind schon früher solcher Verderbtheit begegnet. Mein Sohn hat gut daran getan, euch zu mir zu schicken. Sprecht mit Legolas, dem Sohn von Thranduil. Er ist in einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich den südlichen Hang des Tals von Imladris hinaufschlängelt. Seit seiner Ankunft sieht man ihn oft in Gedanken versunken dastehen. Vielleicht kann er euch dabei helfen, die Quelle des Übels zu suchen und zu vernichten. Ja, vielleicht kann er das. Okay, ich gehe gleich einmal nochmal ganz kurz hoch. Frisches geht jetzt nämlich ins Bettchen. Und ich will Frisches noch einmal gute Nacht sagen. Und nochmal schauen, wie es ihm geht.
Also, ich gehe jetzt einfach noch ganz schnell zu Legolas und dann gehe ich hoch. Beziehungsweise wir springen aber hier runter in den Tod. Halb tot, okay. Knochen gebrochen, man rennt weiter. Boah, das wäre auch mies. Wenn man dann in VR laufen würde, irgendwo runterfällt und man sich in echt auch noch wehtun würde. Das wäre mies. Wenn man dann im echten Leben auch noch Schmerzen hätte. Also nicht beim Kämpfen oder so, aber wenn man irgendwo runterknallt. Oder dann halt so Sensoren, die dann den Schmerz signalisieren. Nein, nur 30 Minuten langsamere Fortbewegung. Boah, Alter. 30 Minuten und dann durch Angmar laufen. Alter, wie willst du jemandem den Tag versauen? Genau so. Oh, schön, ey. Bei VR habe ich richtig Bock. Aber ist so teuer. Auch vorher hätte ich halt auch mega Lust. Aber ja. Mir ist das einfach zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal. Aber ich glaube, dafür gibt es viel zu viele geile Konsolen, die ich haben möchte. Und so viele geile Spiele. Also ich glaube, VR wird erstmal noch ein Traum bleiben. Es sei denn, man findet es halt wirklich mal günstig. Aber, ja. Ich suche aber auch nicht explizit nach. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Spiele gerade mal für VR. Aber die waren halt kostenlos, ne? Die waren kostenlos und man nimmt es halt einfach mit. Vor allem bei PSN und sowas. So, dann sage ich Frosches einmal kurz gute Nacht.